So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Und damit moin, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Carla Fuarez, Ganzlinger. Silas Greaves erzählt eine weitere Geschichte aus seinem Leben als Kopfgeldjäger, die wir jetzt nachspielen. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Und es fängt direkt mal mit einigen Gegnern an. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Naja, irgendwas habe ich auf jeden Fall getroffen. Ach du Kacke. Wenn du mit neuen Waffen am Start, die sich wahrscheinlich wenigstens schnell nachladen lassen. Auch wenn sie ansonsten nicht ganz so mein Fall sind. Finden sicher noch andere. Ach komm schon. Ich will direkt hier mal flüssig in die Mission reinstarten, nicht direkt von euch hier abgefangen werden. So, jetzt zeigt euch mal. Na komm. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Na, wo haben wir hier noch wen? Ah, im Saloon. Schauen wir mal rein. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me. And wait, I'm jumping a gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. Also erstmal eine kleine Vorgeschichte. He taken the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Ach du. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. You can't hide from me. Will ich auch gar nicht. Na, wo sind deine Kollegen? Zeigt euch! Zeigen, nicht schießen! Heilige. Nee, hier wird gar nichts weiter gesagt. Wo bist du? Ich höre hier direkt irgendwas im Gebüsch oder so. Ah, ein Geheimnis. Eine abgesägte Schrotflinte.
ist ein wundervolles Geheimnis. Nee. Nein, danke. Ich bleib dabei. Aber. Ist hier noch irgendwer? Nein, aber da vorne. Gott. Ihr Kranken. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Nett. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Na wundervoll. Und wir haben auch ein wundervolles Geschenk für ihn. Blei ist ja nicht gerade wenig wert. Er freut sich bestimmt, sowas ganz nah an seinem Herzen zu tragen. Ein Stückchen Blei, wohlgeformt. Aus einem wundervollen Revolver, geführt von uns. Silas Reeves. Jedenfalls, wo kann man hier noch hin? Okay. Sehr interessant, dass hier sogar ein bisschen, naja, ich sag mal, eine halbwegs freie Welt ist, also auch ein bisschen erkunden. Ah! Wild Bill Hickok. Neuer Level. Sehr nice. Scharfschütze auf große Distanz. Ranger, Wahrheitssucher. Komm, machen wir mal das Teil ran, dann finden wir wahrscheinlich noch so ein paar mehr Sachen. Wie eben diesen Cowboy-Hut, wenn wir hier mal weiterkommen. Wäre so eine Voraussetzung, überhaupt mal vernünftig gehen zu können, bevor man hier irgendwelche Geheimnisse findet. Eine Schrotflinte. Wieso denn nicht? Guten Tag. Ach Gott. Nicht mein Style. Eindeutig nicht. Och, Leute. Ach Mann, muss ich etwa wieder meinen Fokus für euch anmachen? Aber nur für euch. So. Ah, hier war Enkel. Da. Irgendwann dein Leben. Ja, wo denn? Ja, ich bekomme es mit. Danke, Spiel. Ich weiß nur nicht. Ich denke mal, ich gehe hier einfach mal hoch. Vielleicht ist es ja hier irgendwo drauf. Ah. Okay. Was haben wir denn hier? A Bull's Head Saloon. Oh. Nobody there was happy to see me. Ach du Scheiße, und mal wieder nehme ich die ganze Sache an Gunfighter. Numero 2. Vielleicht auch 1, keine Ahnung, nie gespielt. Wieso denn das? Na, ich kann es mir denken. Na, ein ganz kleines bisschen. Ein minimales bisschen Feindseligkeit. Ah, und jetzt kommen wir von hier unten rein. Ich hoffe mal, das Geheimnis wird trotzdem abgespeichert. Ich gehe jetzt nicht doch mal da oben hin. Beziehungsweise sehr erklärt. Obwohl, ich könnte theoretisch da schon eben nochmal die Treppe hochgehen. Ach, du Kacke. Einfach durch die Fenster hier, Ärsche. So läuft's nicht. Na, jetzt... Hallo? Es ist... Ja, wunderbar.
Mann. Was ist denn jetzt wieder los? Okay. Wenn das so weitergeht, muss ich ja wahrscheinlich irgendwas rausschneiden. Was ist denn das? Nehmen wir mal die. Und sagen Hallo. So. Wollen wir dann doch mal sehen. Sehen. Mann. Alter. Nein. Nicht schon wieder. Nicht so schnell. Aua. Alter. Oh mein Gott, wenn ich... Ich glaube, ich hätte direkt das Spiel geschlossen, wenn ich jetzt dadurch schon wieder gestorben wäre. Oh, ich bin gedacht, zum Abend nochmal eine schöne, entspannte Aufnahmesession. Aber nichts ist... Was? Okay. Zwei Versuche. Ansonsten beende ich jetzt diese Aufnahme und dann mache ich irgendwann an einem anderen Tag oder nach einer Aufnahmepause oder irgendwann weiter und schneide es irgendwie aneinander. Zwei Versuche noch. Gott. So, das waren noch schon mal ein paar. Es geht eigentlich voran. Hier oben wieder. Nein, nein, nein. Nein. Ich will weitermachen eigentlich, aber... Ach. Echt, das kann ja fast schon nicht mehr sein, was hier gerade passiert. That neither Bob nor John Wesley were among the dead. Oh, but that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Alter, es geht weiter. Na, geht doch. Gott. Hi. Erster Mord mit 15. Tötete einen, der schnarchte. Und 40 andere nur fürs Atmen. John Wesley Harden. Der Typ. Mit Karten auf dem Kopf. So, ja, Schnelligkeit. Jetzt weiß ich doch, wie es geht. Ja. Okay, jetzt mache ich hier nochmal zwei Versuche. Denn meine Laune ist jetzt ja nicht gerade sonderlich besser geworden. Also hier, zwei Versuche noch. Meinetwegen auch gerne entehrt. Gerne doch. Habe ich wirklich kein Problem mit, aber mit der Schnelligkeit habe ich jetzt wenigstens irgendwie mal herausgefunden, wie es geht. Komm schon, du bist dran. Mach! Weiche mit A und D aus. Okay. Nein! Das ist doch... Es ist doch nicht wahr! Alter! Alter! Ein Versuch noch, sonst... Ich mache jetzt auch einfach ohne Ehre und ohne irgendwas, weil, ne. Nicht mit mir. So. Du kommst jetzt nämlich hier. Wohin? Oh. Ja. Komm. And now he was at my mercy. Das sah nach einem wundervollen Flug aus. No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Ja, Ben, der muss jetzt wohl noch einige Runden ausgeben, der Gute. Ich hab's auf jeden Fall nötig, naja. Ich verabschiede mich jetzt direkt schon mal. Sage, diese Mission hat mich auf jeden Fall fertig gemacht.
Und ich finde fein, dass das scheinbar der erste ist, den wir ins Gefängnis bringen und dem nicht die Kugelblei genau durch seine Stirn fliegt, obwohl das eigentlich gerade ein wundervoller Schuss war. Aber genau das wird dann nicht gezielt, dass das dann, ja, vergesst ist. Ich hoffe trotzdem, er hat irgendwie Spaß. Ich habe vielleicht ein bisschen was zusammengeschnitten, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ah, jedenfalls verabschiede ich mich. Sage, das war's. Bis dahin und ciao.